Hallihallo und herzlich willkommen zum Fierce Female Lifting Podcast. Ich bin wieder eure Melanie, warum stelle ich mich vor? Das ist die Petra. Wir sagen hallo, einen schönen Nachmittag, morgen, Abend. Abend. Wann auch immer ihr das hört. Yes. Yes, Petra, wie geht's dir? Melli, danke. Mir geht's wieder mal sehr gut. hab ein ziemlich geiles Beintraining hinter mir. Es war richtig, richtig geil. Ja, Momentum geht gerade voll ab. Kalorienüberschuss habe ich mich mittlerweile jetzt doch relativ gut dran gewöhnen können. Auch diese Gewichtszunahme habe ich mental jetzt besser verarbeiten können. Okay. Weil letzte Woche hat es mich doch sehr getriggert, als dann plötzlich so die 62 auf der Waage stand. Aber jetzt geht es eigentlich ganz gut. Und ich fühle mich, vielleicht habe ich mich einfach daran schon gewöhnt, aber ich fühle mich einfach nicht mehr so fett wie jetzt vor ein, zwei Wochen noch. Und ich merke aber auch, dass das gerade einfach wirklich das Momentum richtig, richtig geil ist. Jetzt sind noch drei Wochen, dann geht die Prep wieder los. Irre. Zeit verrennt, gigantisch. Und deswegen bin ich auch sehr froh, dass das Training jetzt gerade wieder so gut rennt, dass ich mit dem Essen eigentlich extrem gut zurechtkomme, dass ich halt noch alles rausholen kann in 3 Wochen und dann richtig, richtig geiles Paket dann auf die Bühne stellen kann. Geil. Also ja. Kann man sagen, du bist auch mental jetzt so richtig in einer richtig guten Ausgangslage, ja. Um ein Prep zu starten. Voll, absolut. Ich meine, es sind noch 3 Wochen, in 3 Wochen kann viel passieren. Ja, natürlich, ja? Natürlich. Aber jetzt ist gerade richtig geil. Also ich bin jetzt auch in der letzten Woche von dem jetzigen Mesozyklus. Ich muss dann noch, ich weiß gar nicht, wie wir dann die nächsten 3 Wochen vom Training her gestalten. Auch zwecks Deload und etc., weil ja dann auch das Gym zumacht. Wobei ich ja auch überall woanders trainieren kann. Also ich habe da ja ein bisschen eine Auswahl, wo ich dann trainieren kann. Es ist halt nicht das gleiche wie im Gym. Aber ich muss halt jetzt nicht komplett einen Deload machen, wenn sie zu haben. Aber ja, ich bin gespannt, was noch kommen wird, wie das Training läuft. Aber jetzt derweil läuft es gerade richtig, richtig geil. Und ja, Woche 4, also alles rausholen, was geht. Jeden Satz voll drauf. Und ja. Schön. Läuft. Mann, man sieht richtig läuft. Die Freude in deinen ja. Augen. Es ja, ist so schön. Heute war es geil, das Training. Ja. Mich wundert es, dass du so fit bist, jetzt nach dem Training. Denn das Training ist es auch schon so... zwei Stunden her. Okay. Also ich habe dann die Wadenheben am Ende gehabt. Da habe ich immer einen super Rest-Pause-Satz. Und dann bin ich direkt runter und habe mich auf die Couch hingelegt. Und bin dort einmal so 15 Minuten lang nur gelegen. Und dann bin ich erst in die Garderobe gegangen und habe mein Essen geholt. Also ich war schon ziemlich, ziemlich meier. Aber ich bin auch jetzt gerade, keine Ahnung warum, aber jetzt bin ich etwas überdreht. Ja, ganze Zeit schon. Aber ja, ja. Melli, wie geht's dir? Du bist wieder fit. Yes, ich wollte gerade sagen, mir geht's endlich wieder gut. Also es hat jetzt ja über eine Woche gedauert, bis ich wieder hundertprozentig fit war. In der letzten Wahnsinn. Episode habe ich ja, man hat's gehört, man hat's wahrscheinlich auch gesehen, dass ich nicht fit war. Und hat dann noch ein Weilchen gebraucht, viel Schlaf gebraucht, aber... Yes, mit Dienstag bin ich dann wieder ins Training gestartet. Das heißt, ich hatte insgesamt 8 volle Tage Pause. Boah. Das ist die längste Trainingspause, die ich seit, keine Ahnung, mindestens Ewigkeiten wahrscheinlich, zwei Jahren sowas hatte. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass ich so lange Pause gemacht habe. Ja, keine Ahnung. Ich weiß, dass ich irgendwann sicher mal krank war, aber es ist schon ewig, ewig, ewig her. Also wenn es mich mal so erwischt, dass ich wirklich 8 Tage pausiere, dann... Vor allem, dich hat es dann richtig erwischt. Ja, voll. Also das war absolut irre. Aber ich bin wieder fit, ich bin wieder da. Ich bin, wie gesagt, Dienstag und Mittwoch wieder ins Training gestartet. Also heute haben wir Donnerstag, nur so for reference. Und ja, wenn die Episode rauskommt, dann stimmt es ja wieder nicht. Stimmt eigentlich auch wieder, ja. Darum muss ich es ja dazu erwähnen. Aber jetzt bin wieder weggestartet, halt komplett easy. Also wirklich mit, bei den Grundübungen 3 Reps in Reserve, überall anders mit 2 Reps in Reserve ungefähr. Also nirgends drauf gegangen.
überall ein bisschen, also großteils mit dem Gewicht runter und ganz, ganz vorsichtig. Und mein Coach hat mir extra, weil wir halt jetzt einen neuen, also ein Meso wieder neu angefangen Ja. haben, hat es mir extra so geprogrammt, dass ich halt wirklich nur mit 2 bis maximal 3 Sätzen wegstarte, weil ich habe ja meine Satzprogression und ich fange ja bei weniger Sätzen an. Aber ich habe wirklich Okay. nur mit 2 Sätzen teilweise angefangen, Okay. weil er mich kennt und weiß, dass ich mich sonst wieder abschieße. Ja. Also es war perfekt. Ich habe, glaube ich, fürs Training 1 Stunde gebraucht oder so, jeweils. Also komplett schnell fertig Voll gewesen. kurz, ja. Und ich habe den Muskelkater des Todes heute. Es tut alles weh. Ich bin heute fast nicht die Stufen raufgekommen, weil meine Quads so gebrannt Ehre. haben. Also ein Quads-Muskelkater bringt es ja so schon fast nicht zusammen, finde ich. Und dann halt Also in den irgendwie von letzten Wochen zwei habe ich den Sätzen. oft gut gekriegt. Ich kriege den nie. Ich kriege nie Ja. Quads-Muskelkater. Nie. Aber yes, auf alle Fälle bin ich fit. Das ist schön. Ich bin wieder richtig hyped fürs Training. Das ist halt das Geile dran, weil ich Ja. 8 Tage nicht mal nur nicht im Training war, sondern dadurch, dass ich Krankenstand war, natürlich auch nicht im Gym war. Ja. Und jetzt bin ich so hyped, wieder hier sein zu dürfen und wieder trainieren zu dürfen und die Leute wieder zu sehen. Es ist Ja, einfach geil. Es ist ja, einfach richtig ja. cool. Und yes, das ist das Update. Es ist ein gutes Update. Es ist ein gutes Ein Update, es gutes geht uns Update. fantastisch, wir sind gut drauf und wir sind ready für diese Episode, weil Pam, es geht pam, nämlich pam. um das Q&A Teil 2. Wir haben so unendlich viele Fragen bekommen, dass wir nicht mal mit der Hälfte wirklich durchgekommen sind und dementsprechend holen wir jetzt ein paar davon noch auf. Wir werden auch heute nicht ganz durchkommen, aber Ja. wir haben uns ein paar Gems Ja. rausgesucht und werden auf die jetzt ein bisschen eingehen in der nächsten halben Genau. Stunde oder sowas. Yes, that's it. Wir fangen einfach mal generell so mit dem Thema Bodybuilding-Wettkampf, was in die Ist Richtung so ein ein bisschen geht, gutes an. Thema. Ist ein gutes Gutes Thema. Thema und Geht gut rein. geht. Unser Lieblingsthema auf alle Fälle. Und zwar die About Franzis, ich glaube World heißt sie, aber das hat sie irgendwie Okay. abgeschnitten, hat gefragt, wie lange habt ihr oder würdet ihr aufbauen vor der ersten Prep? Wie würdest du es machen? Das kommt drauf an. Ich habe es gehofft, dass du das sagst. Das kommt drauf an. Worauf kommt es an? Auf die Person selber, ja. Ich meine, das ist, wie viel Trainingserfahrung bringst du schon mit dir? Wie ist deine Körperzusammensetzung? Wie muskulös bist du überhaupt schon, ja? Weil. Und wie muskulös willst du werden? Weil in welcher Genau, auf Klasse welcher willst du Klasse willst du starten? starten? Weil Das wenn wollte ich du in nämlich der auch gerade sagen. Bikini-Klasse starten willst, dann wirst du wahrscheinlich einen kürzeren Aufbau brauchen, als wenn du mit derselben Ausgangslage in der Physik-Klasse starten Ja, willst oder Bodybuilding oder was das auch immer. definitiv. Und ich finde auch, es ist auch einfach auch uviel Genetik. Oh Ja, ja. weil wenn ich jetzt überlege, zum Beispiel, ich bin jetzt eigentlich, also so wirklich, dass ich den vollen Fokus auf Muskelaufbau im Training habe, mache ich jetzt seit ein bisschen was über einem Jahr. Ja. Und ich starte jetzt in Figur. Ja, also das ist einfach, da mein Körper spricht einfach auf das Training extrem gut an. Ja, und von daher ist wahrscheinlich jetzt also meine Aufbauzeit einfach kürzer als wir jetzt bei einer anderen Athletin, obwohl sie jetzt einfach schon vielleicht genauso lang trainiert oder schon länger trainiert. Ja. Ja. Es hängt ganz, ganz, ganz stark von der Person ab. Also ich würde da jetzt keine Pauschalzeit irgendwie sagen. Ja. Voll. Ja, das bin ich definitiv hundertprozentig bei dir. Man kann das einfach nie so pauschal sagen. Weil schon allein, wenn ich's jetzt von mir aus sage, ich trainiere seit 2014 oder 2015. Ich meine, sicher habe ich einige Jahre davon irgendwas gemacht. Ja, aber das Und habe ich jetzt auch das, bei mir nicht dazu ja. gezählt. Aber Das. selbst wenn ich die Zeit dazu zähle, wo ich Ja. anständig trainiert habe, habe ich lange davor gebraucht, dass ich in die Lage komme, um in einem oder bei einem Wettkampf starten zu können. Ja. Also ich habe halt auch einfach nicht die Genetik, um jetzt innerhalb von einem Jahr brutal aufzubauen oder so. Das ist halt bei mir einfach nicht so. Ja. Habe ich auch akzeptiert, ist vollkommen in Ordnung. Das hält mich nicht davon ab, dass ich es mache. Genau. Aber ich muss halt einfach mehr Zeit veranschlagen. Und deshalb weiß ich, dass ich für die Ziele, die ich habe, jetzt nicht sagen kann, okay, ich starte 2021 wieder oder 2000, oder 2020 oder 2021 wieder. Das geht sich nicht aus. Ich glaube, ich bin schon optimistisch, wenn ich sage, für meine Ziele will ich 2022 wieder War es eigentlich starten. Figurathletik, wo du hin Ich will willst? Athletik. Athletik, Ich will ja, Athletik. Ich dann zu meine, 22, ja. 2022 ist da schon sehr optimistisch Ja. gesehen, dass ich das schaffe. Und es ist halt, es kommt halt natürlich jetzt voll drauf an, wie der Aufbau läuft und so, weil wenn ich jetzt drauf komme, okay, vielleicht
werde ich jetzt ein bisschen mehr von Volumen zur Intensität drüber switchen als Trainingsvariable. Also keine Ahnung, weiß ich noch nicht, was die Zukunft bringt, aber könnte ja sein, dass man vielleicht da ein bisschen einen Switch macht. Und wenn ich sage, ich komme drauf, dass ich auf das jetzt voll gut anspreche, vielleicht und Ja. viel schneller aufbaue, viel besser, als ich es davor gemacht habe, dann ja, oder vielleicht halt auch schlechter oder keine Ahnung, weiß man ja alles nicht. Und das sind alles Dinge, von denen hängt halt dann im Endeffekt dann ab, Ja. wie lange ich wirklich aufbauen werde. Und das sind halt Dinge, die schwer einzuschätzen sind und noch viel schwerer einzuschätzen sind vor deinem ersten Wettkampf. Ja. Du kannst das einfach nicht sagen. Du kannst nicht sagen, okay, ich fange jetzt mit Training an, baue jetzt ein Jahr auf und dann starte ich. Das funktioniert Na, so es nicht. funktioniert Du nicht. kannst es dir als Ziel setzen, Ja. aber du kannst es nicht realistisch so sagen, so, ich werde da starten, wenn ich jetzt mit dem Training anfange Ja. oder so. Das ist Weil ich habe schwierig. auch, ich habe im Sommer 2018, Sommer 2018, habe ich mit dem Gedanken umgespielt, so Bodybuilding, ah, es ist irgendwie cool, es ist irgendwie interessant. Dann habe ich, also im Sommer 2018 habe ich halt noch irgendwie trainiert, dreimal die Woche, dann langsam viermal die Woche und dann so im Winter habe ich dann halt wirklich versucht, mal vier, fünfmal die Woche zu gehen. Habe aber keinen Plan gehabt, was ich wie machen soll. Habe im Internet irgendein blödes Programm runtergeladen. Im Nachhinein war ich mir so, Gott, was habe ich gemacht? Aber da im Winter war es dann noch mehr so, okay, Bodybuilding wird mich immer mehr interessieren, weil ich auch gemerkt habe, wie stark sich eigentlich mein Körper verändert hat. Und im April habe ich ja mit dem Coaching dann angefangen. Und im Mai haben wir dann eigentlich entschieden, okay, ich will auf jeden Fall auf die Bühne gehen. Und letztendlich haben wir im Mai dann angefangen, darauf hinzuplanen. Ja, und jetzt, also es waren ja, wo wir dann eben gesagt haben, okay, wir peilen eben Herbst 2020 an, also dass wir wirklich 1,5 Jahre Vorbereitungszeit eigentlich jetzt gehabt haben. Ja. In der Vorbereitungszeit natürlich auch eine quasi Diät gemacht, jetzt letztes Jahr, um einfach zu schauen, wie mein Körper darauf reagiert. Aber ich denke mal auch so, ein Jahr ist eigentlich schon sehr kurz. Ja, also wenn man wirklich da sich überlegt, okay, Bodybuilding wird mich interessieren, da sollte man schon sicher mindestens 1,5, 2 Jahre einplanen Voll. als Vorbereitung. Nämlich auch wirklich, finde ich, einplanen als produktive Zeit, Ja. die schon ganz, ja, mit Strategie dahinter, sage ich jetzt einmal, Ja. verbracht wird. Ja. Weil nur weil du jetzt ewig trainierst, heißt das noch nicht, dass du ready bist für einen Wettkampf. Also, wenn, wie gesagt, wenn ich überlege, ich habe letztes Jahr, vorletztes Jahr, als ich meine erste richtige Bodybuilding-Diät in dem Sinne gemacht habe, die aber noch nicht Wettkampf war, sondern halt nur für mein Fotoshooting damals. Ich wäre damals weder vom Wissen noch vom Körper noch vom Mentalen her bereit gewesen, um einen Wettkampf zu machen. Ja. Ich war einfach nicht in dieser Ausgangslage. Ich habe das nochmal gebraucht, dass ich sage, ich starte wirklich für meinen Wettkampf in einen Aufbau dazwischen und habe diese produktive Zeit nicht nur, um jetzt physisch in die Ausgangslage zu kommen, in die ich soll, sondern auch mental einfach mich auf das Ganze einstellen zu können. Weil du kannst vielleicht auch körperlich ready sein für einen Wettkampf, das heißt nicht, dass du mental ready bist. Ja, Das das ist ganz, ganz was das anderes. ist einfach was. Ich habe auch jetzt Athletinnen oder halt Kundinnen, wo ich weiß, wenn ich mit denen jetzt eine Diät machen würde, dann wären die auch ready für einen Wettkampf, dann würden die auch verdammt gut ausschauen, aber teilweise halt. Da fehlt mental noch das, dass ich sage, sie sind wirklich bereit für das, dass ich einen Wettkampf. Also ich würde jetzt keinen Wettkampf machen mit ihnen, weil sie für das mental noch nicht in der guten Ausgangsposition sind dafür. Ja. Und die Also, ja. Zeit vergeht so schnell Ja. und es wird dann irgendwann so schnell kommen und plötzlich da sein und man ist dann einfach nicht bereit Ja, dazu, weil voll. es ist, glaube ich, echt noch mal komplett was anderes, wenn du halt deinen Körper, eine gewisse Physik erreichst, ja, und einfach noch mal was anderes, wenn du halt auf der Bühne stehst und deine Physik dort also herzeigst mit dem Posing, mit dem Bikini, mit dem ganzen Drum und Dran. Das ist einfach wa komplett was anderes. Voll, Komplett was hundertprozentig, anderes. absolut. Ja. Es gibt dann nur einen einzigen Faktor, der eine solche Vorbereitung für den Wettkampf vielleicht ein bisschen beschleunigen könnte. Das wären halt dann Ah. Performance-Enhancing Drugs. Ja. Denn dazu haben wir auch eine Frage bekommen, nämlich wie stehen wir denn zu denen? Also wie stehen wir zum Thema illegale Substanzen für Muskelaufbau, Illegale Fettabbau, Substanzen. was auch immer. Wie stehst du dazu? Was ist deine Meinung? Ein ganz schweres Thema, was ich finde, man kann es nicht schwarz und weiß betrachten. Ja. Ja,
die, ich glaube, ich würde es nicht machen. Also ich muss auch ehrlich gestehen, ich kenne mich jetzt auch im Frauen, also im Bereich bei Frauen, relativ wenig aus, welche Substanzen da eigentlich genommen werden. Ja, oder halt welche Substanzen. Ich meine, weil es gibt auch Bikini-Klassen, wo urviele was nehmen. Ja. Und das ist, also ich habe da auch letztens mal versucht, mich ein bisschen, einfach nur, was mich interessiert, ja, wie schaut eigentlich quasi Stoffen für Frauen aus? Weil es ist ja nicht nur Testo. Ja, es gibt ja noch viele andere Möglichkeiten. Aber ich finde irgendwie, man findet im Internet relativ wenig darüber. Ich glaube, da müsstest du wahrscheinlich schon so ein bisschen in die Kreise so hineinkommen, Da musst du schon wissen, wo du wo schauen du musst und schauen so, musst, glaube ja. ich, ja. Ja. Ja, ich kann aber auch schon gut verstehen, warum es manche machen. Weil letztendlich ist es ja, ich meine, was ist Doping? Ja, es ist, das sind einfach Substanzen, die quasi die NADA vorschreibt, die du halt nicht nehmen darfst. Aber letztendlich ist ja auch das ganze Mealtiming und die ganzen Makrozusammensetzungen, die ganzen Supplements, die wir nehmen. Wir versuchen ja aus dem, was uns quasi möglich ist, das Bestmöglichste rauszunehmen. Ja? Das heißt, wann fängt Doping an und wann hört Doping auf? Und dass da halt, okay, da gibt es halt diese Liste, das ist jetzt quasi Doping, ja, aber es ist dann auch irgendwie, wir versuchen ja sowieso überall immer das Beste rauszuholen. Und ich finde, deswegen ist es auch so generell so dieses Thema nicht mit Schwarz-Weiß zu betrachten. Und ich würde auch absolut niemanden verurteilen, wenn sie auf also auf Substanzen zurückgreifen, Ja. ja, überhaupt nicht. Voll. Ich bin da hundertprozentig bei dir. Also ich kann auch verstehen, warum man es macht. Wird selber auch nicht machen, weil mir halt die gesundheitlichen Risiken zu groß sind als Frau. Wie gesagt, oder wie du schon gesagt hast, ich kenne mich auch zu wenig aus damit, was wieder ein Grund wäre, warum ich es nicht machen würde, weil wenn ich es mache, dann will ich mich auskennen damit, Ja. dann will ich zu 100% wissen, was passiert mit meinem Körper, was tue ich da gerade eigentlich, beziehungsweise finde ich, dass das halt also diese Grad an Selbstverantwortung sollte, wenn man zu Stoff greift, da sein. Dass man sagt, man weiß ganz genau, was man seinem Körper da antut, weil als Frau kann man da halt doch, glaube ich, schneller mehr ruinieren als Mann. Und gerade wenn dann vielleicht Ja. auch so Dinge wie Kinderwunsch oder sowas im Raum stehen, wird es wahrscheinlich schwieriger. Ich meine, ich bin da auch absolut kein Profi dafür, Ja. wirklich nicht, also sicher die falsche Ansprechperson, aber es ist mit Risiken verbunden und denen sollte man sich halt bewusst sein. Und ansonsten, ja, you do you. Wenn du halt meinst, du sollst das machen, dann mach's halt. Ja. Weil du hast es eh schon gesagt, man will halt irgendwo das Optimum rausholen und es macht's halt, ja, man kann halt mehr rausholen dann noch und kann es vollkommen verstehen. Das Einzige, was ich noch gerne anfügen würde zu dem Ganzen, ist das, you do you. Du kannst gern zum Stoffen beginnen, aber dann starte nicht bei einem Naturalverband. Ja, nein, das auf Ja, gar keinen das Fall. gehört aber dazu gesagt, weil es gibt genug, ich meine, vielleicht bei den Mädels weniger, glaube ich Okay. noch, aber auch bei den Männern genug, die was nehmen und dann Naturalverbände starten. Okay. Weil ja trotzdem wie viel wird wirklich getestet, wenn wir uns ehrlich sind? Es Ja, die werden Top 3, nicht oder? einmal die Top 3 teilweise, es werden die Okay. Klassensieger halt getestet und du kannst ja trotzdem nicht alles nachweisen. Ja. Also von dem her gibt es genug, die da halt was naschen und Nur vor allem, aber trotzdem, wenn, also wenn, weil bei der ANBF macht ihr wirklich die NADA, die Tests, gell? kann sein, das weiß ich gerade Ja, nicht. und, also ich kenne ja noch vom Cheerleading, vom Football, da bist du auch, da hast du auch Dopingkontrollen. Ja. Und das ist halt, also wenn du von der NADA positiv getestet wirst, dann ist das scheiß teuer. Du bist 2 Jahre lang gesperrt, und zahlst, also ich glaube, weiß nicht, 5.000 € Rechtsanwaltskosten, also Rechtskosten Minimum. Wow, das Ja, wusste ich nicht. also das ist just don't do it. Just don't Ja, do it. just Ja, don't do na, it. Das ist, steht nicht dafür. es ist einfach nicht wert. Es Na. ist es überhaupt nicht wert. Ja, Ja. voll. Und es ist Und halt. die Nachrede, die du dann hast, weil es Ja. kommt definitiv raus, und die Nachrede, die du hast, die wirst du so schnell nicht los. Ja, und ganz ehrlich, selbst wenn es nicht rauskommt und wenn dir keiner draufkommt, es ist halt einfach nicht fair. Nein, Es ist es ist halt nicht fair. einfach nicht fair gegenüber den Ja. Naturalathleten und so viel Rückgrat sollte man da halt haben, dass man Ja. dann sagt, okay, wenn ich nicht natural bin, starte ich nicht bei einem Naturalverband. Ja. That's it. Fertig. Das ist meine Meinung Fertig. dazu.
Ansonsten kann jeder machen, was er will, wenn er sich dem bewusst ist, was er tut. Ja, vor allem es nimmt dir nicht die harte Arbeit weg. Na. Also das auf gar keinen Fall, was die Voll. Leute immer glauben, dass es halt dadurch einfacher wird. No, du musst genauso hart trainieren, du musst genauso auf deine Ernährung achten, du musst genauso Diät halten. Es erleichtert Beziehungsweise dir nicht die Arbeit. Du voll, regenerierst vielleicht voll. schneller, du kannst Ja. vielleicht aus das, was du hineininvestierst, vielleicht ein bisschen mehr rausholen, aber du musst trotzdem hart arbeiten. Du Ja. kannst dich nicht zurücklehnen und dann weniger trainieren. So Hundertprozentig. funktioniert es halt nicht. Und das glauben halt ur viele Leute. Ja, oder auch was die Ernährung betrifft oder generell eigentlich alles. Du musst ja auf viel mehr Dinge wahrscheinlich noch penibler achten, einfach um diese gesundheitlichen Risiken ein bisschen abzuschieben, die das Ganze jetzt hat, egal ob als Mann oder als Frau. Aber du musst ja trotzdem auf, ja, gerade die Ernährung oder sowas noch viel mehr schauen. Ja. Und ich denke mir, gerade wenn Auf du schon Essen. diesen gesundheitlich eher negativ sich auswirkenden Faktor vom Stoff hast, dann willst du oder solltest du darauf achten, dass du alles andere so optimierst, dass es sich auch zu 100% wirklich auszahlt, dass du Ja. sagst, und es ist es mir das wert, weil Ja. alles andere ist so on point und in check, dass das halt wirklich nur mehr dazu addet, dass das nur mehr was Positives hat dann im Endeffekt und nicht das gut macht, was du beim anderen verkackst, Ja, quasi. voll. Genau. Yes, jetzt haben wir über das eine Weile geredet. Ja, Ja. immer wieder ein bisschen zur legalen Seite des Ganzen über. welche Supplements sollte man nehmen? Also welche legalen Supplements Sollte man nehmen. sollte man nehmen? Also zuallererst solltest du schauen, dass deine Ernährung passt, bevor du dich irgendwie mit Supplements beschäftigst. Yes. Ja, also dass du auf jeden Fall deine Kalorien passen, dass deine Makrozusammensetzung passt, dass dein Mealtiming passt, also dass die Dinge mal alle abgehakt sind und dann mach dir Gedanken, welche Subs du nehmen könntest. Yes. Welche Subs nimmst du? Ich nehme Kreatin, 5 Gramm am Tag. Ja, weil Kraftsport, Kreatin, ist das, müssen wir, glaube ich, jetzt Ja. nicht so genau erklären. Aber ich nehme Kreatin, Vitamin D, Omega-3. Dann nehme ich Eisen, weil ich ja kein Fleisch esse. Okay. Ich nehme Zink für die Haut Ja. und fürs Immunsystem. Und ja, Whey zähle ich ehrlich gesagt mehr als Whey ist ein Lebensmittel. Whey Lebensmittel. ist ein Lebensmittel, das Whey kannst ist du. ein Lebensmittel. Und irgendwas habe ich jetzt Magnesium. vergessen. Na, Magnesium nehme ich tatsächlich keines mehr. Okay. Aber irgendwas war noch. Vitamin K? Ashwagandha. Ich nehme kein Ashwagandha, wobei ich habe es so oft jetzt mittlerweile gesehen und gehört, dass es sich echt reizen wird. Ich brauche es eigentlich Ja, jetzt ich bin nicht, auch schon so am aber Spekulieren. ich weiß es nicht, ich weiß Ja. es nicht. Yes, irgendwas nehme ich noch. Wenn es mir noch einfällt, sage ich es dir. Aber ich nehme Ja. viel, ich nehm viel Stoff, viel guten Stoff. Viel guten Stoff. Das könnte man jetzt so rausschneiden und gegen mich Und verwenden. Yes. wo kriegst du das her? Ach Gott, ach wie nett. Ich wollte jetzt extra keine Werbung machen. Aber wenn wir schon dabei sind, all die Supplements, die ich nehme, könnt ihr bestellen beim Power Fitness Shop vom lieben Daniel. Leute, Shoutout geht raus. Und mit dem Code Melanie10 könnt ihr da 10% sparen. That's it. Melanie 10. Melanie Melanie 10. 10. Habe ich auch Genau. letztens benutzt. Yes. Yes. Weil Den Support weil braucht man. meine Subs sind mir auch ausgegangen. Welche Subs nimmst du? Kreatin. 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 Auch 5 Gramm am Tag. Ich habe angefangen mit 3 Gramm und habe mir gedacht, so, oh, probieren wir mal mehr. Und ja, also ich habe auch das Gefühl gehabt, dass als ich das ein bisschen erhöht habe, dass auch das Training ein bisschen besser gegangen ist auch. Darf ich da Dann, kurz was ja. einwerfen? Nämlich zwei Dinge zum Kreatin. Erstens, das Kreatin, bevor nämlich die Frage wieder kommt, dass man sich kaufen sollte, ist Kreatinmonohydrat. Monohydrat. Das ist die billigste Form und die reinste Form und alles andere, was irgendwie irgendwelche komischen Kreatinformen sind, kann man schmeißen. Ja, einfach nur unnötig Ja, Dauer. Teuer. unnötig teuer, that's Unnötig it. teuer. Also Kreatinmonohydrat, Monohydrat. das ist das eine. Und das andere, weil sich so viele Mädels davon anscheißen, dass Kreatin Wasser einlagert. Und dass man dann irgendwie aufgeschwemmt ist oder sowas. Habe ich schon oft Ja, von ich Mädels, die weiß. bedenken, gehört, aber Habe ich schon. nein. Nein. Da braucht man sich auch keine Sorgen machen, das ist überhaupt kein Ding, weil Kreatin, wo geht das Wasser hin, wenn man Kreatin In nimmt? die In die Muskeln. Muskeln, das heißt, wir schauen nicht fetter aus, sondern besser. That's it. Und das ist auch der Grund, ich habe Kreatin wirklich auch in der Wettkampfprep, ich habe es am Durchgehend Wettkampftag genommen. in der Früh genommen. Ja.
Es ist scheißegal, du wirst kein Wasser unter der Haut einlagern, du wirst nicht fetter. Es kann leicht sein, dass das Gewicht auf der Waage ein bisschen nach oben geht, weil du eben Wasser einlagerst, aber du lagerst es dort ein, wo du es haben willst, nämlich im Muskel. So, boom. That's it. Nur kurz eingeworfen zwischendurch. Welche Supplements nimmst du noch? Magnesium und Zink. Okay. Ja, also das ist eigentlich, habe ich damit recht gute Erfahrungen gemacht und das ist mir jetzt auch eben ausgegangen. Und jetzt habe ich es die letzten Wochen nicht genommen und ich merke schon auch, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass ich nach dem Training vor allem im Muskel mehr Spannung spüre. Mhm. Ja? Deswegen das Magnesium und das Zink ist einfach generell, also Immunsystem. Ich war seit über einem Jahr nicht mehr krank. Mhm. Und das, ja, Zink funktioniert eigentlich auch ganz gut. Omega-3 nehme ich. Und Vitamin D. Ja, und das Ashwagandha. Ich bin doch so am Hin und Her überlegen. Mhm. Ja, weil es ist halt, ja, es ist so ein bisschen so wie das, weiß nicht, so Kreatin oder es ist halt einer von den Subs. Es schadet dir nicht, wenn du es nimmst. Mhm. Ja. Ich habe halt sehr unterschiedliche Meinungen gehört. Ich spüre den urgeilen Benefit. Mhm. Oder die anderen halt, ich merke noch gar nichts, ich nehme es halt trotzdem. Ja. Jetzt hat die Dani, genau, hat sich das jetzt, glaube ich, bestellt und wird jetzt mal anfangen zu nehmen. Und ich habe gesagt, so passt, halt mich am Laufenden, mhm. ob du was merkst, ob du was spürst. Weil ich habe schon noch mit dem Gedanken gespielt, dass ich es dann für die Prep nehme. Weil in der Diät einfach meine Schlafqualität extrem flöten geht. Also ich meine, ich habe trotzdem das Gefühl gehabt in der Diät, ich bin erholt, aber ich schlafe halt extrem kurz. Und wenn ich da das vielleicht ein bisschen verbessern könnte, dann wäre es eigentlich ganz gut. Ja, voll. Also schauen wir mal. Ja, wenn du es testest, dann können wir in ein paar Monaten wieder drüber reden. Ja, dann können wir schon ein bisschen ein Fazit ziehen wahrscheinlich. Ja. Also von dem her werden wir das machen. Aber weil du das Thema Schlafqualität angesprochen hast, mir ist das letzte Supplement noch eingefallen, das ich nehme. Melatonin. Ich nehme Melatonin zum Schlafen. Nicht immer, aber in der Prep habe ich es regelmäßig genommen. Eben auch, weil eben in der Diät Schlafqualität ziemlich in den Arsch geht. Und jetzt nehme ich es halt, ich nehme es nicht jeden Tag. Aber halt, wenn ich weiß, ich bin zum Beispiel lange noch vorm Laptop gesessen oder sowas und solche Dinge, dann nehme ich meistens so 2 bis 3 Milligramm Melatonin noch vorm Schlafen gehen oder eine halbe Stunde vor dem Schlafen gehen. Und es hilft mir halt echt, durchzuschlafen. Ja. Also das ist schon sehr, sehr geil und ich werde halt wirklich dann müde, wenn ich es genommen habe. Das ist cool. Also Melatonin nehme ich auf alle Fälle. Yes, das ist aber eigentlich schon alles an Supplements und alles, was es zu sagen gibt, glaube ich. Nur was man halt noch sagen könnte, weil ja die Frage eigentlich gelautet hat, welches sollte man nehmen? Sollte man nehmen. Es hängt halt immer davon ab, was erwartest du dir von einem Supplement? Was willst du damit jetzt erreichen? Also du wirst, ich meine im Grunde ist ja auch ein Koffein, also auch Booster oder sowas, ist ja auch Supplement. Ein Supplement. Und wenn du halt sagst, ja okay, du willst halt ein bisschen eine bessere Trainingsleistung oder so, ja dann baller da halt Koffein rein vorher, why not? Ja. Oder... Ich finde auch zum Beispiel, wenn du halt, wenn du es halt echt nicht schaffst, auf deine 500 Gramm Veggies mindestens am Tag zu kommen, dann würde ich halt auch den Leuten sagen, okay, dann nimm sicherheitshalber Multivitaminpräparate, ja, damit du auf jeden Fall deine Mikros gedeckt hast. Ja. Mhm. Natürlich ist da aber wieder vorzuziehen, dass du zuerst deine Ernährung so auf die Reihe kriegst, dass es eigentlich abgedeckt ist. Voll. Aber es gibt halt doch Menschen, die kriegen es nicht hin. Mhm. Und dann würde ich auch lieber auf die Präparate zurückgreifen. Ja, voll, weil es halt trotzdem ein guter Weg ist, um dieses Defizit noch ein bisschen auszugleichen, ohne jetzt extrem viel Geld ausgeben müssen dafür oder ausgeben zu müssen. Ja. Ja. Deutsch ist schwierig. Und ohne, dass es mit recht viel Aufwand verbunden ist. Also das macht schon Sinn. Und Subs, die man sonst noch nehmen sollte... Sollte halt in dem Sinne jetzt im Grunde keine, aber was halt Sinn macht, ist Omega-3 und Vitamin D. Weil es einfach Health, also für die Health halt wichtig ist und du kannst nicht trainieren gehen und optimale Erfolge erzielen, wenn du nicht gesund bist. Ja. Dementsprechend macht es schon Sinn, diese Gesundheitsfaktoren zuerst mal abzudecken und dann vielleicht an alles andere zu denken, was halt leistungssteigernd sein könnte. Also eben Kreatin, Koffein, alles, was in diese Richtung dann geht. Yes. Und wie viel Geld geben wir im Monat für Supplements aus? Ich habe keine Ahnung.
Ich auch nicht. Also ich gebe ja im Grunde kein Geld aus dafür, weil ich krieg's ja vom Barfitness-Shop dank dem Code Melanie10, womit ihr mich natürlich voll unterstützen könnt. So, jetzt reicht's wieder mit der Werbung. Aber wenn ich es aufaddieren müsste, ich habe absolut keine Ahnung. Pro Monat, weil das ist die Sache, ist, die bei mir halten die Sachen ja mehr als über einen Monat. Ja, ich meine, ich habe jetzt auch, ich hab echt keinen Plan. Ich habe mal letztens die Omega-3, habe ich mir so riesige Packungen bestellt. Geil. Und die ist jetzt noch halb voll, obwohl ich jeden Tag eine Tablette nehme. Es ist, ich habe echt keinen Plan. Pro Okay. Monat weiß ich echt nicht. Aber es ist Ja, schon ein es ist schon was. es ist schon Es was. kommt schon was zusammen, Ja, finde das ich. definitiv. Voll. Definitiv. So, dann die nächste Frage. Ab wann sind Intra-Workout-Meals oder Snacks sinnvoll? Und wenn sie sinnvoll sind, welche? Was sagst du da dazu? Was ist deine Meinung? Also ich habe zum Beispiel noch nie Intra irgendwas genommen, hatte auch nie das Gefühl, dass ich jetzt unbedingt ein Intra brauche. Ich weiß, dass Freunde von mir gezielt Intras auch verwenden, also vor allem zum Beispiel bei Beintagen. Und vor allem auch, wenn sie es beruflich bedingt nicht schaffen, vor dem Training wirklich ein gescheites Pre-Workout zu essen. Ja. Ich würde es wahrscheinlich, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Früh trainiere oder wenn ich. Ich meine, das Gute ist, ich kann immer essen. Ja? Also auch wenn ich jetzt um 4 in der Früh aufstehe, ich schaffe es, mich hinzusetzen, was zu essen. Es gibt Leute, die können in der Früh, die kriegen kein bisschen runter. Und wenn die aber jetzt in der Früh trainieren müssten, kann es da schon eventuell Sinn machen, auch ein Intra dann zu sich zu nehmen. Ja? Welches Intra? Da denke ich mir halt eher As. Und Maltodextrin. Ja, also Ja. irgendeine Art von Kohlenhydraten, die Kohlenhydraten schnell reingehen und Aminosäuren, und die Aminosäuren, that's it. schnell gehen. Voll. Ja. Ja, hundertprozentig bin ich voll bei dir. Ja. Es ist halt schwer zu sagen, ab wann sind Intra-Workout-Meals sinnvoll. Es kommt halt einfach darauf an, wie du trainierst. Weil wenn du jetzt, sagen wir mal, Powerlifting machst und vielleicht da dauern Trainingseinheiten halt doch länger. Und wenn du sagst, du trainierst jetzt, keine Ahnung, 2,5, 3 Stunden, dann kriegst du halt irgendwann mal Hunger dazwischen. Und da kann es halt schon sein, dass dann halt wirklich, ich habe letztens wegen Sinne, hat sich Milchbrötchen ausgepackt. Das war ziemlich geil. Aber why not? Ich meine, Ja. das ist ein kleiner Oder die dann Snack zwischendurch zwischendurch. einen Kaffee trinken Ja, gehen. voll, kann man schon machen. Ja. Also, es kommt halt darauf an, wie trainierst du, was ist dein Ziel, wie lange trainierst du und ja, was man halt nicht vergessen darf, es sind trotzdem Kalorien und es sind trotzdem Nährwert oder Nährstoffe, die du halt dann einchecken musst, die Ja, halt das in definitiv. deine Bilanz reinpassen müssen. Und wenn du jetzt vielleicht eh in einer Diät bist, aber nicht in einer Wettkampfprep, dann würde ich es mir halt dreimal überlegen, ob ich wirklich jetzt Kalorien für Maltodextrin draufgehen lasse. Das würde ich halt nicht unbedingt machen und auch EAAs haben Kalorien, unbedingt tracken. Ja. Und yes, that's that. Und gibt es sonst noch was zu sagen dazu? Ja, es kann halt Sinn machen, finde ich, wirklich in der Wettkampfdiät, wenn das Training halt Schon schon komplett so, Meier geht. ja, wenn es schon Ja. so schwer ist. Ja. Also ich würde rückblickend vielleicht in der Situation, in der ich war, wo ich nämlich auch nicht viel gegessen habe davor, Ja. jetzt wahrscheinlich zum Intra greifen, Ja, ich weil habe es es mir auch in eine der Diät, Performance ja, halt. voll, ich habe es auch in der Diät überlegt, okay, soll ich jetzt auf Intras zurückgreifen und habe aber dann mein Mealtiming versucht nochmal zu optimieren und bin damit dann extrem gut gefahren. Ja. Voll. Yes, so viel dazu. Ganz ein anderes Thema jetzt einmal, nämlich so zum Thema einfach Planung vom Training im Alltag oder solchen Dingen, beziehungsweise wie wichtig uns das Training eigentlich ist. Petra, wofür würdest du ein geplantes Training verschieben? Gar nicht. Oh. Na, es ist na, ich meine, ich habe keine Ahnung. Ich möchte mir gar nicht so Szenarien ausdenken, wo ich dann quasi wirklich irgendeinen massiven Notfall habe, dass ich es halt auslassen muss. Ist mir zum Glück noch nie passiert. Hat man Gut, da dass wir das werden. was? Cool ist, wenn Holz dich haben zum Ja. Draufklopfen. Also ich eigentlich, die Franzi hat letztens Instagram-Post gemacht, zwecks Prioritäten und wie sie halt alles einteilt und plant. Und es ist halt wirklich so. Also das erste Priorität ist im Prinzip Arbeit. Ja, also meine Arbeit muss ich mir halt einplanen. Zweite Priorität ist mein Training. Ja, und
ich plane mein Training so ein, dass ich es halt wirklich machen kann. Also zum Beispiel jetzt am Montag. Montag? Da haben wir eh kurz, glaube ich, drüber geredet. War die Option, okay, Montag Training. Wie mache ich's? Und es ist irgendwie so, entweder um 8 Uhr am Abend oder um 6:30 in der Früh. Aber ich werde auf jeden Fall trainieren gehen. Ja. Weil es mir einfach wichtig ist und ich finde die Zeit und ich nehme die Zeit. Ja, es sind einfach Prioritätenfrage. Ja, Ja, hundertprozentig. absolut. Was das ganze Zeitthema betrifft, bin ich auch voll bei dir. Ja. Absolut. Du hast es eh schon angesprochen, ich will mir jetzt auch keine Szenarien ausmalen, Nein. was passieren müsste, damit ich ein Training verschiebe. Also natürlich wären Familiennotfälle oder so, wo ich halt in meinem Fall dann nach Oberösterreich fahren müsste, schnell oder so. Ja, natürlich lasse ich für sowas ein Training ausfallen. Aber erstens mal, wie oft kommt sowas vor? Und man hofft auch drauf, dass Dass sowas sowas nie nie der Fall vorkommt. sein wird. Na. Der Fall, dass ich ein geplantes Training verschoben habe, ist in letzter Zeit schon öfter mal eingetreten, aber so, dass ich es nicht spontan absagen musste oder weil irgendwie was gewesen ist, sondern dass ich halt gesagt habe, okay, nein, es macht mehr Sinn, wenn ich so und so mache. Also, dass ich Ja. halt mich am Sonntag bei meiner Wochenplanung hingesetzt habe und gesagt habe, okay, eigentlich ist meine Planung Unterkörper, Oberkörper, Pause, Unterkörper, Oberkörper, Arms, Pause. Ja, okay, dann schiebe ich halt da noch einen Rest Day ein, obwohl der eigentlich da nicht hingehört und macht dafür das und das und so. Ja. Muss ich mir halt dann vorhin dann einteilen, damit sich das alles gut ausgeht. Na. Das ist halt auch was, wo ich sage, okay, da verschiebe ich das halt so, dass dann irgendwie. Es ist halt dann trotzdem schon geplant und Ja, so. Also es ist es eigentlich ist schon immer ein noch Verschieben geplant. vor der Planung, Ja. aber es ist halt. Solche Dinge schaue ich mir halt im Vorhinein an und schaue ganz genau, wann passt, wie was, Ja. eben wie du es auch schon gesagt hast. Weil wenn ich mir halt jetzt einteilen würde, dass ich an einem von diesen Tagen, wo es schwieriger wird, dass ich sage, ja, und irgendwann da gehe ich halt noch trainieren, das findet halt nicht statt. Das funktioniert nicht. Und schon gar nicht, wenn du nicht daran gewöhnt bist, dass du jetzt wirklich ins Training gehst oder so. Also. Ich finde auch, es ist einfach Zeitplanung. So wie du es gesagt hast, es ist am Sonntag die ganze Woche planen. Ja. Es ist so wichtig. Voll. Ohne meinen Kalender wäre ich gerade mega aufgeschmissen. Ich auch, Ich weiß manchmal nicht hundertprozentig. mal, welcher Tag es ist. Oder wenn du mich fragst, hey, was machst du am Montag? Ich bin so, Beine. ich hab keinen Plan. Montag trainieren wir Beine. Montag, ja. Montag trainieren wir Nicht Beine. Chest? Na, leider. Montag Chest, rest in peace. Da gibt es keine freie Bank, du spielst nicht. Wobei es im Gym nicht so schlimm ist. Beziehungsweise im Gym ist Nein. es halt immer so. Da musst du eher Angst haben, Ja. dass du keinen Rack kriegst. Obwohl es eh so viele gibt. Ja. Das ist echt, Das das ist ist das manchmal ist das Einzige, wo ich Org. immer Angst habe. Es ist bei jeder Maschine, bei jedem Bankdrücken, bei allem ist es mir wurscht. Aber wenn ich Beine trainiere und ich weiß, ich habe als erste Übung Kniebeugen, dann gehe ich rein und ab diesem Zeitpunkt ist mein Fokus auf den Racks. Und sobald ein Rack frei wird, ist es meins. Ich meine, ich habe ein Lieblingsrack, auf das hoffe ich immer, dass es frei ist. Das ist das Ja. ganz, ganz vorne dort beim Weightlifting-Bereich. Ja. Ich liebe dieses Rack, frag mich nicht warum, ich will immer dort sein. Aber yes, da spitze ich dann immer drauf. Aber wie sind wir auf das Thema jetzt überhaupt gekommen und worüber reden wir eigentlich gerade? Training skippen. Ja, genau. Okay. Auslassen, wie Ja, auch gut, immer. aber das haben wir jetzt im Grunde. Ja. Gehen wir zur nächsten Frage. Finde ich eigentlich auch noch eine ziemlich coole. Wie fandest du euer Umfeld, Familie und Freunde, als ihr all in für Bodybuilding Ja, gegangen gegangen, seid? Server. Fragt Espresso Ghetto. Espresso Ghetto. Espresso Ghetto. Interessante Frage. Also meine Familie hat nicht wirklich kommentiert, aber akzeptiert. Die Oma fragt mich immer, warum willst du so viele Muskeln haben? Es ist aber irgendwie süß, oder? Ja. Ja, und ansonsten mein Umfeld, muss ich ehrlich gestehen, hat sich mein Umfeld eigentlich, seitdem ich so in diesen Krafttrainingsbereich hineingerutscht bin, komplett verändert. Also mein ehemaliges Umfeld ist einfach nicht mehr mein Umfeld. Und ich glaube, dass es da sehr viele nicht verstehen. Mir aber halt nichts ins Gesicht sagen, dass sie es nicht verstehen. Und einfach mein Umfeld jetzt sind Leute, die damit in Kontakt sind, die das unterstützen und die da immer mit dabei sind.
Und von daher, ja, ist es irgendwie eh logisch, weil einfach alle, mit denen ich halt jetzt momentan zu tun habe, sind entweder Trainer oder trainieren selber viel oder sind halt eben meine Klienten. Also es ist halt, ich habe eigentlich nur noch mit Leuten im Fitnessbereich, im Krafttrainingsbereich zu tun. Und da ist halt die Akzeptanz einfach vorhanden. Sicher, mein ehemaliges Umfeld verstehen es viele nicht. Viele nicht. Ja. Okay. Aber die sind auch. Ich finde halt auch nicht so wichtig dann irgendwo. Ja, Na, es ist irgendwie, ich finde, man verändert sich halt. man verändert sich im Laufe des Lebens und egal, ob das jetzt in Richtung Bodybuilding ist oder einfach, weil, weiß nicht, weil man vielleicht karriereorientierter wird oder sowas, man umgibt sich dann mit der Zeit eh mit den Menschen, die einem in dieser, nicht, also in dieser Hinsicht, beziehungsweise auch allgemein, einfach gut tun und einen pushen. Ja. Und da verändert sich das Umfeld halt dann irgendwie. Ist ja bei mir auch nichts anderes. Ich meine, es war jetzt nie so, dass das Umfeld, das ich vorher hatte, jetzt irgendwie, dass es da einen vollen Cut gegeben hätte und ich habe mit denen überhaupt nichts mehr zu tun und keine Ahnung, so ist es ja nicht. Ich habe immer noch Kontakt mit den Leuten von früher und das ist auch vollkommen okay und passt so. Aber die Menschen, mit denen ich jetzt halt hauptsächlich meine Zeit verbringe, und da gehörst du dazu, da gehört der Chris dazu, da gehören die ganzen Freunde, die ich im Gym habe, die Ja. ganzen Mädels und Jungs, die hier trainieren. Oh Gott, ich liebe sie. Es ist einfach, es ist so cool. Die gehören hier alle dazu und Ja. das sind einfach genau die Menschen, die mir richtig gut tun, wo ich merke, das ist ein Umfeld, bei dem ich aufblühe und sowas hatte ich vorher auch noch nie. Ja. Und ich fühle mich da so richtig zu Hause und richtig wohl und es ist Ja. einfach, oh, nach Wien ziehen war die beste Entscheidung meines Lebens. Nur mal kurz so ganz sentimental am Rande. Aber es ist halt, man umgibt sich dann eh mit den Menschen, die man um sich braucht, um da weiterzukommen und die einem da gut tun. Und da fallen halt Menschen, die das nicht nur nicht verstehen, sondern auch wirklich halt dem negativ gegenüber eingestellt sind und dich das auch spüren lassen, die fallen da sowieso komplett raus. Ja. Also Menschen, die wirklich nichts davon halten, was ich mache, auch wenn das früher vielleicht Freunde waren oder so, aber wenn die wirklich nichts von dem halten und mir das auch irgendwie sagen oder spüren lassen oder was auch immer, mit denen will ich gar nichts zu tun haben, weil ich will Menschen in meinem Leben, die mich supporten Ja, und die mich absolut. pushen und die mir gut tun. Und ich habe noch viele, eben wie vorher gesagt, aus meinem Umfeld von früher, zu denen ich immer noch Kontakt habe, die es auch absolut nicht verstehen. Natürlich verstehen die das nicht, weil wenn du in dieser Bodybuilding- und Kraftsport-Bubble nicht drinnen bist, wie sollst du es verstehen? Ich hätte es früher auch nicht verstanden. Und das ist auch vollkommen okay so. Aber dann, ja, solange sie es trotzdem akzeptieren, sehe ich jetzt keinen Grund dahinter, dass man dann sagt, weiß ich, man lässt es halt dann komplett hinter sich oder so. Ja. Also ich gehe auch jetzt noch mit Freundinnen auf ein Café, die mit Bodybuilding überhaupt nichts am Hut haben. Ja, ja, Natürlich. ja. Na, es ist ja auch, weil es ist auch, weiß nicht, das Umfeld ist, man muss ja nicht immer nur über das Bodybuilding Ja, reden. Ja? voll, Ich meine, voll. ich rede liebend gern stundenlang drüber. Drum haben wir einen Podcast drüber. aber es ist ja auch, also gerade mit alten Freunden, mit denen ich wirklich auch schon ewig befreundet bin, ja, da. Auch wenn sie es halt nicht so ganz verstehen, man hat ja trotzdem noch immer wieder Kontakt und man redet ja allgemein übers Leben. Das Leben besteht, auch wenn es ein sehr wichtiger Bestandteil von unserem Leben ist, aber es gibt noch andere Sachen. Und dann redet man halt darüber. Und ich fand es auch, manchmal fand ich auch die Sachen urlieb, weil zum Beispiel eine Freundin von mir hatte gemeint, dass wir uns mal wieder treffen könnten, ob ich Zeit habe. Und dann hat sie gefragt, ja, wo wir denn hingehen können, damit ich quasi meine Diät, Ach Gott, süß. dass das machen kann, Das ist ja. Also das lieb. ist halt so, das ist dann auch extrem cool irgendwie, ja. Oder auch, ich habe mal mit meinem Bruder, habe ich am Flughafen abgeholt, war bei McDonald's essen, weil ich eh noch relativ viel offen gehabt habe in der Diät. Und dann bin ich halt dort gestanden, habe voll überlegt, okay, was esse ich jetzt? Er hat gesagt, ich schätze mal, du wirst wahrscheinlich einen Salat als Beilage nehmen. Und ich war einfach so erleichtert, dass er quasi davon ausgegangen ist, dass ich bei McDonald's Salat esse. Das hat mir so viel Druck rausgenommen, Ja, voll. ja. Und da das sind dann so Kleinigkeiten, wo du dann doch auch merkst, dass es ein Umfeld, auch wenn sie es nicht verstehen, sie akzeptieren es irgendwie, ja. Voll, Das ist hundertprozentig. dann schon. Es ist auch, ich habe es auch gemerkt, beispielsweise bei meiner Familie.
die kann natürlich mit diesem ganzen Bodybuilding-Ding und vor allem, weil ich habe meinen Wettkampf schon gemacht letztes Jahr, die haben mit dem überhaupt nichts anfangen können. Absolut nicht. Also die natürlich nicht, wie denn auch. Und sicher, sie sind jetzt keine Menschen, mit denen ich über das Thema extrem viel sprechen kann oder sowas, aber ich habe das voll gemerkt, wie trotzdem der Support dann einfach da war. Also meine Familie war da Waren Sie bei der einfach, ANBF auch zuschauen? sie waren da, Sehr ja. cool. Und es war so unglaublich nett, weil ich weiß noch, es waren generell bei der ANBF, die ANBF war nicht umsonst einer der schönsten Tage meines Lebens. Es war nämlich wirklich Schön. der Wahnsinn, wie viele Leute und auch viele Leute, die mit Bodybuilding nichts am Hut haben, aber die Ja. früher Freunde von mir waren, Okay. einfach zum Wettkampf gekommen sind, nur mir zuzuschauen, die sind nur wegen mir gekommen. Alles Und es cool. war so schön, weil beispielsweise meine ehemalige beste Freundin, Shoutout geht raus an die Jacqueline, falls du das jetzt hörst, meine beste Freundin aus meiner Schulzeit war auch da mit ihrer Freundin und mit ihren Eltern. Also ihre Oh. Eltern, weil ich habe quasi ein Jahr, als ich so 12, 13 Jahre alt war, habe ich fast bei ihnen zu Hause gewohnt und ihre Okay. Eltern waren halt voll die Bezugsmenschen für mich damals. Und Das ist schön. die sind zu meinem Wettkampf gekommen. Die Ja. hatten noch nie irgendwas mit Bodybuilding im Hut. Ich glaube, die haben vorher nicht mal gewusst, dass ich das mache. Aber sie sind halt zu meinem Wettkampf gekommen. Und das waren so, 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 so viele Menschen, die da gekommen sind. Nur wegen mir. Meine Studienkollegen sind gekommen. Und alle Leute, die aus dem Gym, wo ich vorher trainiert habe. Und ich bin von der Bühne runtergegangen. Und es waren irgendwie nur bekannte Gesichter da. Und ich bin Schön. so, ich war vollkommen überfordert zu dem Zeitpunkt. Also es war, ich wusste nicht, wo ich zuerst hingehen soll. Und ich habe dann im Kopf ein bisschen kategorisiert, okay, wen interessiert es am wenigsten, sodass ich zu dem als erstes hingehe, damit die am schnellsten dann nach Hause fahren können. Aber es war einfach so unglaublich schön, weil ich Witzig. halt wirklich so von einer Menschengruppe zur nächsten gegangen bin und ich habe das Gefühl gehabt, irgendwie, es waren alle nur wegen mir da. Und das war Wahnsinn. Und da habe ich gemerkt, selbst wenn die Menschen das nicht immer verstehen, was du machst, oder nicht immer nachvollziehen können, weil keiner kann nachvollziehen, warum du dich kontrolliert runterhungerst, um dich angemalt halbnackt auf einer Bühne zu stehen, wenn das nicht selber macht. Selbst wenn sie es nicht verstehen, es ist trotzdem, wenn es Menschen sind, denen du wichtig bist, dann werden sie dich da supporten dabei. Ja. Und wenn das Menschen sind, denen du nicht wichtig genug bist, dass sie dir den Support geben, dann sind das eh Menschen, die du in deinem Leben vielleicht nicht unbedingt haben möchtest. Schön gesagt. Dankeschön, finde ich auch. Bin da gerade fast ein bisschen stolz drauf. Aber ich würde sagen, es wäre eigentlich ein gutes Schlusswort, weil wir reden eh schon Voll, wieder dreiviertel das ist Stunde. Wahnsinn. Und wir haben doch so viele Fragen. Ja, es ist, ja, wir müssen irgendwann wieder ein Q&A machen, es hilft einfach nicht. Ja. Yes, hau meinen Hut drauf, lass mal's. Wenn euch die Episode gefallen hat, macht's wie immer, dann lasst uns auf alle Fälle einen Like auf YouTube da, eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts und macht's jetzt ein Screenshot und haut das Ganze in eure Instagram-Story rein. Markiert uns mit Petra-Pretti oder Underline Underline-Pretti, wie Bretti. sie immer so schön sagt, und Melanie Mut, ihr wisst Bescheid. Und yes, that's Ja, it. das Es war war's. mir ein Volksfest. Mir auch, Ich wie freue mich aufs immer. nächste Mal Es macht so viel Spaß. und ciao, ciao.